Wir sind zu Gast beim Fischzuchtbetrieb Hofer in Oberndorf am Neckar. Hier wurde die modernste Fütterungstechnologie für Fischzucht installiert. Hofers Credo ist, Fische mit höchster Qualität zu produzieren. Wir haben erwartet, dass unsere Fische zuverlässig gefüttert werden, das mehrfach am Tag, und dass wir damit natürlich sehr viel Zeit sparen können. Gleichzeitig erwarten wir Präzision. Den Fütterungscomputer verwenden wir für verschiedene Dinge. Unter anderem planen wir anhand des Fütterungscomputers das Wachstum unserer Fische. Wir erhalten den Überblick über den Fischbestand. Wir verwenden die Fernwartung, um aus der Distanz nachschauen zu können, welche Fische zurzeit zum Verkauf zur Verfügung stehen. Oder um auch einmal die Fütterung abstellen zu können, damit die Fische ausgenüchtert werden für den Verkauf. Wir sind hier in der zentralen Futterkammer. Hier kommt das Futter zusammen. Wir können Futter verfüttern aus 6 großen 6-Tonnen-Silos. In diesen Silos ist das Futter für die Fischmast gelagert, welches mengenmäßig am häufigsten verwendet wird. Im Futterhaus sind in den Textilsilos hauptsächlich die Komponenten für die Aufzucht der Mutterfische sowie für die Produktion der Jungfische gelagert. Das Futter wird mit Förderschnecken zur Spotmix gefördert. Die Spotmix-Station selbst hat noch weitere Kleinmengendosierer für Futter und andere Komponenten installiert. Die Austeilung erfolgt genau nach vorgegebener Rezeptur und Dosis für jede einzelne Futterstelle. Während die gemischte Ration den Fischen ausgeteilt wird, erfolgt bereits die Aufbereitung für die nächste Dosis. Das angemischte Futter wird mit Hilfe von Rotationsverteilern zu den dafür bestimmten Orten transportiert. Diesen Transport gewährleistet ein Hochleistungskompressor. Das Futter wird den Fischen in regelmäßigen Dosierungen verabreicht. Die Fische gewöhnen sich schnell an diese Art der Fütterung. Die Sauerstoffanreicherung des Wassers vor der Fütterung aktiviert den Metabolismus der Fische und erhöht somit auch die Futteraufnahme. Gleichermaßen hat auch die Temperatur des Wassers Einfluss auf die dosierte Futtermenge. Zum Beispiel der Unterschied zwischen 7 und 12 Grad Celsius bedeutet einen Unterschied in der Futteraufnahme von bis zu 40%. Wir befinden uns hier in meinem Bruthaus. Das ist 800 Meter von der Futterkammer entfernt, 30 Meter höher gelegen. Das Futter wird über große Entfernungen auch bis zum Bruthaus transportiert. Hier bedarf es einer großen Aufmerksamkeit und genauen Dosierung, weil es sich hier um ein sehr teures Futter handelt. Die kleinste dosierte Menge liegt bei 10 Gramm. Die Verwendung der Spotmix eliminiert Futterverluste, spart Arbeitskräfte ein und dosiert äußerst genau je nach Futterkurve und Wachstum der Fische. Es ist durchaus möglich, die Produktionszeit der Marktforellen mit 300 bis 400 Gramm auf 10 bis 11 Monate zu verkürzen. Wir sind mit der Schauer Spotmix sehr zufrieden, weil sie mechanisch sehr solide gebaut ist, weil sie präzise ist und weil der Service zur Verfügung steht. Die Spotmix hilft uns sehr viel Arbeitszeit zu sparen. Allein die eingesparte Arbeitszeit reicht aus, dass die Spotmix sich binnen 2 Jahren für uns bezahlt gemacht hat.